In diesem Video geht es um die orale Krebstherapie und welche Möglichkeiten du selbst in der Hand hast, um sie möglichst sicher und wirksam zu gestalten. Mein Name ist Annalena Becker. Ich bin Apothekerin in der Fachapotheke Onkologie. Orale Krebstherapie heißt, dass Tabletten oder Kapseln angewendet werden als die eigentliche Krebsbehandlung. Das heißt, es ist jetzt keine Infusion wie die klassische Chemotherapie, sondern eine Behandlung in Form von Tabletten. Das Besondere für dich bei der oralen Krebstherapie ist, dass du ja mit der Therapie doch sehr viel alleine bist. Also du führst die Therapie ja sozusagen zu Hause durch, indem du die Tabletten einnimmst und die Kontakte auch zum Arzt oder zur Ärztin sind ja etwas weniger. Du bist nicht regelmäßig für die Infusion in der Praxis und wenn womöglich Fragen auftreten oder Nebenwirkungen, bist du damit häufig eben zu Hause in deinem Umfeld und hast die Ansprechpartner nicht immer direkt in deiner Nähe. Und das Wichtige ist aber auch, dass du selbst eben einige Möglichkeiten hast, um die Therapie sicher und auch wirksam zu gestalten. Und ja, das hast du eben selbst auch in der Hand bei der oralen Krebstherapie. Die Fachapotheke Onkologie unterstützt dich bei deiner oralen Krebstherapie. Für uns sind 4 Punkte dabei vor allem wichtig. Das erste ist, kenne die wichtigsten Infos zu deinem Medikament. Das fängt natürlich bei der Dosierung an und ob es vielleicht auch Einnahmepausen gibt bei deinem Schema, ob du die Tabletten zum Essen oder nach dem Essen oder vielleicht auch nüchtern einnehmen solltest. Denn genau diese Punkte tragen ja doch maßgeblich zur Wirksamkeit der Therapie bei. Der zweite Punkt ist die Verträglichkeit. Verträglichkeit in dem Sinne gemeint als, wie verträgt sich dein orales Krebsmedikament mit anderen Medikamenten, die du vielleicht einnimmst oder mit Nahrungsergänzungsmitteln. Aber sogar auch Nahrungs- und Genussmitteln. Grapefruit ist hier immer ein Klassiker, also mit vielen Wechselwirkungen, gerade auch mit oralen Krebsmedikamenten im Zusammenhang. Und hier würden wir einen Wechselwirkungscheck durchführen, um das zu überprüfen. Der dritte Punkt ist Nebenwirkungen. Bei der oralen Krebstherapie gibt es auch Nebenwirkungen und das ist doch häufig ein sehr sensibles Thema. Vielleicht möchtest du von Anfang an gar nicht unbedingt wissen, welche Nebenwirkungen alle auf dich zukommen können. Aber in einigen Fällen ist es doch auch sehr sinnvoll, weil du so auch schon vorbeugend etwas tun kannst gegen die Nebenwirkungen, dass sie vielleicht auch nicht so stark auftreten. Und gerade aber auch die Frage, was du tun kannst, wenn du Beschwerden hast und was du vielleicht auch selbst unterstützend tun kannst. Da beraten wir dich. Und der vierte Punkt ist die Versorgung. Die spielt natürlich für uns als Apotheker und Apothekerin auch eine große Rolle. Wir möchten, dass du lückenlos versorgt bist und dass es auch für dich möglichst bequem ist. Also du kannst bei uns per Mail oder auch per Telefon deine Medikamente bestellen und auch unseren kostenlosen Lieferservice nutzen. Wie du zu uns findest, das findest du hier alles unter dem Video auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn wir dich ein Stück begleiten können und gemeinsam mit dir durch deine orale Krebstherapie gehen können.